Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal und es ist Silvester. Na, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Wir schminken uns zusammen, wir machen uns zusammen fertig, so als würden wir vorglühen für unsere Silvesterparty. Und solltet ihr irgendwas vorhaben, dann schminkt euch doch gerne mit mir oder ihr macht es dann so wie ich und setzt euch mit einem Gläschen, was auch immer, in dem Fall Portwein und Glitzer auf den Augen aufs Sofa. Viel Spaß dabei. Stellt euch vor, ihr seid jünger, ihr seid fresher und ihr seid nicht 2021, sondern irgend sowas vor 2020. Am besten, ja. 18, 19, sowas in die Richtung, bevor dieser ganze Wahnsinn über uns hineingebrochen ist. Und stellt euch einfach vor, ihr seid bei eurer Freundin oder eure Freundin ist bei euch oder bei euren Freundinnen, ihr wisst schon, bei jemandem, den ihr richtig gerne mögt. Ihr habt schon ordentlich was intus. Ich hier in meinem Fall Portwein. Ich mag gerne Portwein. Ich habe nicht ordentlich was intus. Ich habe mir das gerade eingeschenkt und dachte, ich leere das mit euch. Und wir glühen vor. Wir machen uns bereit für die fette, richtig geile Silvesterparty, die ansteht. Und ja, ich nehme euch mit und wir quatschen ein bisschen über Vergangenes, über dieses Jahr, über Make-up in diesem Jahr auf jeden Fall. Und vielleicht noch irgendwas, was mir sonst noch so einfällt. Ich finde, ich bin heute super rot. Meine Haut mag gar keine FFP2-Masken, habe ich gemerkt. Mm-mm. Weil ich kriege dann hier immer so richtig, die drückt bei mir hier drauf. Und dann könnt ihr sehen, deshalb wir müssen wir schnell was gegen machen. Aber wir machen natürlich erst ein Augen-Make-up und hallo, wir gehen auf eine Silvesterparty. Wir hauen richtig einen auf die Kacke, oder? So richtig. Ja, auf jeden Fall. Und zwar machen wir natürlich ja die Schminke des Jahres für mich. Ne? Ist klar, wir ziehen heute diesen fetten Wing, machen ihn richtig dunkel, hauen Glitzer drauf und ja. So, ich habe mal eine Seite schon mal vorbereitet und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mich früher mit meiner Freundin zum Vorglühen getroffen habe, dann war ich zu dem Zeitpunkt, wo wir uns fertig gemacht haben, eigentlich schon betrunken. Also sowas hätte ich da nie hingekriegt. Mal abgesehen davon haben wir früher, ich rede jetzt so von meinen Anfang 20er, Mitte 20er, sowas habe ich da nicht geschminkt. Also sowas konnte ich da auch gar nicht, ne? Und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Aber wir haben uns fertig gemacht und zwar stehen meistens in und um ihr Badezimmer herum, in einer relativ kleinen Wohnung damals noch. Und ja, weil bei mir war fertig machen einfach nicht drin. Ich wohne in der Pampa und sie wohnt mitten in Hannover. Also war klar, dass man sich da fertig gemacht hat. Ich habe jetzt schon mal eine Seite vorbereitet. Und ja, damals war das mit dem Fertigmachen. Wie gesagt, da hätte ich sowas nie zustande gebracht, weil da war ich eben schon betrunken. Da mussten wir schon immer voll lachen, voll kichern, wenn wir mal versucht haben, mal einen Lidstrich zu ziehen. Also, oh Gott, sowas hätten wir da auf jeden Fall nicht hingekriegt. Zu der Zeit haben wir massenhaft von Penny, gab es mal so eine Zeit lang so ein, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, einen Prosecco. Botticelli ist der, glaube ich. Oh mein Gott. Da haben wir, das ist so schlimm, ich mag das gar nicht erzählen. Ich war mal eine richtige Schnapsdrossel, glaub mir. Da haben wir, bevor wir losgegangen sind, eine Kiste getrunken. Also 6 Flaschen. Zu zweit. Wie geht das? Heute trinke ich so ein Glas und bin völlig daneben. Ja, aber früher war das irgendwie anders. Da haben wir extrem viel getrunken und extrem viel Party gefeiert. Ja, und wir hätten es auch auf jeden Fall Silvester ordentlich krachen lassen. Da bin ich mir sicher. Tja, die Zeiten ändern sich. Ne? Erstmal sie Kinder, ich Kind. Man wird älter. Man trinkt auf einmal kein Botticelli mehr, sondern Portwein.
Und ja, Silvesterpartys gibt es sowieso nicht mehr. Also zumindest aktuell nicht. Wir haben immer noch die letzten Jahre so, ja, mit Kind war es schon eh anders, ne? Und man will halt auch nicht so die Party feiern und Oma und Opa passen auf und am nächsten Tag hast du aber trotzdem das Kind und liegst in Sauer. Ich weiß nicht, also es gibt bestimmt Leute, die das machen und das ist auch voll gut so, ne? Aber für mich war das irgendwie dann nichts. Und ja, aber egal. Wir sind jetzt nicht in der Realität, sondern machen uns fertig für die Party. Ich nehme jetzt hier mal so einen Kiko Long Lasting Eyeshadow Stick in der Farbe 49. Ja, ich wollte jetzt damit experimentieren, aber ich mag die nicht. Also ich mag jetzt auch insbesondere den hier nicht, weil ich finde, je mehr ich den aufbauen will, desto streifiger wird der und das ist jetzt nicht so geil. Aber ich habe nun mal damit angefangen, also muss ich das jetzt hiermit auch beenden. Der hätte ein bisschen mehr machen können auf jeden Fall und ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich kann den Hype darum jetzt nicht so verstehen, weil viele finden die ja toll. Für mich ist es okay, sag ich mal. Ich kann es halt nicht leiden, wenn ich Sachen, guck mal, könnt ihr das sehen? Hier, wenn ich versuche, Sachen aufzubauen, sie dann verschwinden. Da könnte ich ausrasten, ehrlich. Können wir das so lassen? Können wir das so lassen? Wartet, ich guck mal. Ja. Fast, fast. Also man muss sagen, bevor der Mist über uns hereinbrach, habe ich halt auch schon keine richtige krassen Silvesterpartys mehr gefeiert. Ne? Also früher war das immer, wir haben so viel hart gefeiert, also heftig, wenn ich darüber heute so nachdenke. Aber es liegt nicht nur an dem Virus, sondern einfach halt auch, dass man sich verändert. Ne? So ist nun mal das Leben. Und das ist ja auch gut so. Dass man sich einfach verändert, nicht wahr? Und sie tupft sich Glitter auf, sie kann nicht reden. Ach so, ich könnte euch ja sagen, was ich hier nehme. Ich hatte das schon Heiligabend drauf und ich habe das so abgefeiert, Leute, ehrlich. Also, ich bin ja kein Typ für Glitzer, aber das hier lässt mein Herz höher schlagen. Und zwar diese niedliche Palette von Nabla, die heißt übrigens Glorious Lights. Und dieser Ton, den ich gerade benutzt habe, der ist so multi-bunt Glitzer. Und unser Weihnachtsbaum ist dieses Jahr so mit bunt beleuchteter, mit bunter Lichterkette. Und ich finde, die passen total gut zusammen, dieses Glitzer und mein Weihnachtsbaum. Also gib ihm noch ein bisschen drauf. Und ich finde die sehr gut, die halten recht gut. Und natürlich am Ende des Tages habt ihr ein bisschen Glitzer, aber tatsächlich nicht so dolle. Und auch in der Verarbeitung, man kann gut damit arbeiten. Guck mal. Glitzi, Flitzi, yeah. So, also haben wir doch schon mal das Augen-Make-up, das Schwierige, haben wir schon mal hinter uns. Und dann können wir auch gleich mal ein bisschen. Mich würde mal interessieren, wie sind eure Silvesterpartys früher gewesen? Wart ihr auch so Party-irre oder habt ihr eher nicht so Partys gefeiert? Weil es gibt ja auch wirklich viele, die nie so partymäßig drauf waren wie ich. Es gab eine Zeit lang. Also wer sich in Hannover und Umgebung auskennt, kennt das Steintor. Jetzt ist das, weiß ich nicht, ob man da noch so hingeht, aber früher, so vor 15, 20 Jahren, war das der Place to be am Wochenende. Und wir waren teilweise 2 Tage dort. Ne? Und dann die ganze Nacht in diesen Clubs da am Abhotten. Und also ich habe schon echt viel gefeiert. Wirklich viel. Und auch zu Hause Partys gefeiert, bei Freunden, hier,
bei mir zu Hause auch, obwohl ich mitten im Nirgendwo wohne. Wir haben schon echt viel, viel gefeiert und viel, viel, viel getrunken. Sehr viel getrunken. Mann, oh Mann. Also ehrlich. Und ja, es war cool. War auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich kann es mir gerade so in meiner aktuellen Lebenssituation gar nicht so vorstellen, dass ich sag mal so, wäre das, was jetzt passiert, vor 20, 15 Jahren passiert, ey, mein Leben wäre zu Ende gewesen. Es tut mir richtig leid für die Teenager so aktuell, ne? Also auch für die frühen 20-Jährigen, ne? Die jetzt eigentlich Partys machen sollten. Stattdessen sitzen die zu Hause erst. Das ist ganz schlimm. Ich mische jetzt hier mal eine Foundation, und zwar die Danessa Myricks Vision Cream Cover. Wir gehen nochmal nächstes Jahr auf jeden Fall darauf ein. Und der Iconic London Radiance Booster in der Farbe Tan Glow. Und die mische ich mal eben. Und wie sieht es heute so blöd? Das habe ich mir irgendwie... Einfach mal den hier. Und da müssen wir jetzt mal schnell das rote Gesicht canceln hier. Also... Ich habe mich früher auch gar nicht... Also... Ich habe ja erst relativ spät angefangen, mich so intensiv mit Make-up zu beschäftigen. Und da haben wir halt irgendwas, einfach irgendeine Foundation drauf gemacht. Ne? Also nicht hier mit Primer und Concealer und dies, das, tralala. Da hatte ich irgendeine BB-Cream oder so, die habe ich mir gegeben, wahrscheinlich noch von Garnier oder so. Und das war's. War aber auch gut, ne? Also war alles super. Und ist auch heute noch okay, wenn man das so macht. Okay, Farbe. bisschen zu viel von dem Dunklen mit reingemischt, würde ich mal sagen. Oh, irgendwas ist hier parfümiert, ich weiß es gar nicht. Ach, ich glaube, mein Primer ist so stark parfümiert. Das wäre natürlich echt übel gewesen auf so einer Party, wenn man dann merkt, die Foundation-Kombi, die du heute ausgesucht hast, die funktioniert gar nicht miteinander. Ich gehe mich mal waschen und wir machen noch was Schönes aufs Gesicht, okay? So, dann habe ich mich mal abgewaschen. Das hat gerade nicht so gut funktioniert. Und ich nehme einfach mal etwas gewohnt Gutes, weil dann, ja... Funktioniert das hier auch besser, ohne Probleme mit der Base. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich stehen geblieben bin nach diesem Foundation-Misch-Desaster. Reden wir einfach weiter über dieses Jahr. Ich habe mir mal rausgesucht. Achso, wir waren beim Steintor noch, ne? Kommt hier einer aus Hannover und Umgebung? Kennt ihr das Steintor? Vielleicht haben wir uns da ja jemals gesehen. Möglich. Oh Gott, besser nicht, ey. Ich war echt so hart drauf, was das angeht. Ja. Ah, besser. Viel besser, ey. Ja, das ist mit der Foundation, mit dem Mischen von Foundation, ne, kann man sich natürlich auch ganz schön in die Nesseln setzen. Es kann halt auch sein, dass es einfach gar nicht funktioniert. Und da muss man ein bisschen vorher rumprobieren, finde ich. Aber ich dachte, das kriege ich hin. Ich habe mir mal dieses Jahr angeguckt, oder besser gesagt so ein bisschen meine Videos, ein bisschen mein Instagram-Feed, und habe mal so geguckt, was eigentlich so in den einzelnen Monaten so herausgestochen ist quasi, oder was Besonderes irgendwie war in den Monaten. Und habe dann mal geguckt, und zwar im Januar, wusste ich gar nicht, dass das schon so lange her ist, hat mich die Fenty Puder Foundation erreicht sozusagen und mein Leben verändert, kann ich euch sagen. Also für mich eins der geilsten Produkte und definitiv
eins der Produkte dieses Jahres, kann ich euch sagen, ich liebe dieses Ding. Und ich wusste gar nicht, dass das schon so lange her ist. Das ist eins der ersten Videos, die ich dieses Jahr gedreht habe, gehen um diese Puder Foundation. Und das Lustige ist halt, dass ich sie in dem Video gar nicht so toll fand. Da war ich so, lala, ne? Oh, kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt, Ende des Jahres, ja, kann ich gar nicht ohne. Und das ist auf jeden Fall mal sehr interessant, so rückblickend zu gucken. Ihr habt natürlich meine Jahresfavoriten und so schon gesehen, aber irgendwie auch nochmal so zu gucken, was gab es eigentlich für Videos, was gab es für Produkte, wann kamen die so raus, ist natürlich total interessant, finde ich. Und Gott, wenn wir meine Pinsel alle sortieren hier. Das war im Januar und im Februar ging es richtig geil weiter. Also der Februar war einer der besten Make-up-Monate auf jeden Fall, weil da habe ich mir meine ersten Scott Barnes Paletten geholt. Da gab es sie noch nicht bei Purish, also ich habe die ja bei, ich glaube, ich habe die damals bei Zalando gekauft. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Oder habe ich die bei Look Fantastic oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir da die Contour und die Blush Palette geholt. Und ihr wisst ja, extrem große Liebe. Und die gab es da. Und ich habe meine ersten Blush bekommen von Purish, von Made by Mitchell. Ihr wisst, ihr habt sie jetzt oft genug in diesem Jahr gehört und gesehen bei mir. Ich liebe die einfach so sehr. Diese Teile, das ist ja für mich auch definitiv eins der Produkte des Jahres. Für mich. Und wartet, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Konzentration! Und dabei auch atmen, wenn es geht. Genau, die Blush und die Scott Barnes Sachen und dann hat Natasha Denona, ich sag euch übrigens auch, die Natasha Denona Erscheinungen in diesem Jahr, weil ich finde, das muss man auch mal sagen, was sie dieses Jahr alles so rausgehauen hat, ist nicht wenig gewesen, ne? Kann man ja mal so sagen. Und da kam die Love Palette und das war auch, glaube ich, das erste, was sie in diesem Jahr rausgebracht hat. Die Mini Love Collection. Im März, ich finde, der März stand ganz eindeutig im Zeichen des Paint Pots. Definitiv. Also das war wirklich, ja, ich habe nicht über viel anderes geredet. Also das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Sache gewesen. Und ich muss hier mal kurz kramen. Dann kam ja März, April, kam ja der Hammer, dass Becker nicht mehr kann, oder besser gesagt, dass Becker Ende des Jahres nicht mehr geben wird. Das war auch ganz schön hart, finde ich. Ich glaube, das hat auch allen so ein bisschen vor Augen geführt, wie krass die Situation ist, auch für große Marken, ne? Man denkt ja immer nur vielleicht, jetzt ich zum Beispiel an mich, an kleine Läden, da denkt man ja viel drüber nach, aber dass auch so große Firmen wirklich unter der Situation so stark zu leiden haben, das fällt einem vielleicht erstmal gar nicht so auf. Man denkt halt so, ja, die packen das schon, die haben ja genug Kohle, aber scheinbar nicht. Das war sehr, sehr schade. Nebenbei, ich habe hier eine neue Mascara. Ich war heute, ich drehe übrigens am, was ist heute, 28. war heute bei Rossmann und habe diese Curl Bounce The Colossal Mascara entdeckt, die natürlich von ihrer Optik sehr Hallo schreit. Also mal ausprobieren von Maybelline. Ich tusche dann mal. Ja, ganz nett. Ist ganz okay, die Mascara. Also teste ich auf jeden Fall noch aus. Werdet ihr ja wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit bei irgendwem anders auch nochmal sehen. Becker war so im März. Da ging das los. Und dann kam der April.
Und der April war auch richtig geil. Da habe ich diese Foundation hier bekommen. Gerade eben noch benutzt. Ehrlich, die Foundation des Jahres ist da erschienen für mich. Die Nabla Skin Realist. Ihr wisst es, ich brauche es nicht mehr sagen. Und da kam die Natasha Denona Circo Loco raus. Und ich finde es auch ganz witzig jetzt, so am Ende des Jahres. Ich habe ja in dem Video noch gesagt, ach, ich finde es gar nicht so dramatisch, dass ich die nicht habe. Ich kann damit ganz gut leben. Und aber eigentlich finde ich sie auch voll schön. Und ihr habt immer wieder gehört, naja, vielleicht hole ich sie mir irgendwann. Habe ich sie mir dann mal zu Weihnachten geschenkt. Ich habe sie noch nicht bekommen, also sie ist. Ich habe sie an Weihnachten bestellt. Da war sie relativ günstig zu bekommen. Und ja, ehrlich, ich habe glaube ich 68 € oder so bezahlt für die. Und gut, ich bin eben auch eine Sammlerin, ne? Ihr wisst es. Ist doch übel, wenn man das Produkt, was man auch eigentlich voll gut findet, nicht in seiner Sammlung hat. Vielleicht werde ich sie natürlich wenig benutzen. Das kann schon sein, aber trotzdem, ich finde sie trotzdem halt voll gut. Und ich habe immer gedacht, ach, du hättest sie irgendwie gerne. Wäre schon schön. Und jetzt habe ich sie. Also ich habe sie noch nicht. Ich habe sie bei 4 Unique bestellt. Also das kann ja auch erstens total lange dauern und zweitens, hoffentlich kommt sie heile an. Das muss man bei solchen Paletten ja auch immer bedenken. Im Mai hatten wir dann die Sendo, die rauskam. Ich finde die schwächste Palette von Natasha, obwohl es schade ist, weil sie unheimlich schöne Farben hat. Ist jetzt nicht so, als hätte sie irgendwie Kacke gebaut, was die Farben angeht. Aber die, ja, die, die haut einfach nicht so rein, finde ich. Sie ist schön, aber sie ist doch eher, finde ich, eine der Schwächeren von ihr. Und im Juni kam sie dann raus mit den Puff Paints, mit den kleinen Creme Blushes, die wir heute nicht benutzen, denn ich benutze heute auf jeden Fall Scott Barnes. Ich finde, er hat das verdient. Und im Juni war dann auch noch, ja, der Tipp von Linda Habeck, diesen Liner zu ziehen. Sie macht es noch ein bisschen anders, aber dadurch ist das halt irgendwie entstanden. Ich hatte das bei ihr gesehen, dass sie so einen Liner in der Art zieht für Leute, die Schlupflider haben. Und da fing das an. Da habe ich dieses erste Video darüber gemacht und habe wirklich dann dauernd, echt dauernd, so einen Liner gezogen. Und jetzt zeige ich euch erstmal ein Produkt, was ich euch noch nicht gezeigt habe, was ganz, ganz neu bei mir eingetroffen ist und was wir natürlich benutzen wollen. Und zwar die Scott Barnes Highlighter Palette. Ich glaube, bei Zalando wieder gab es irgendwie 15% Christmas Gedöns. Und ja, da durfte sie jetzt mal einziehen. Und zwar sieht sie so aus. Ich bin schon reingeditscht. Ich werde heute, ich glaube, Twilight Sand ist so mein Ton. Vielleicht gemischt mit Candlelight. Ja, das sind, glaube ich, meine Farben. Ich würde jetzt einfach hier die beiden mischen. Und wir gehen ja auch auf eine Silvesterparty. Also wir können ruhig ein bisschen ordentlich Glow haben. Denn es ist hier nicht irgendwie softer Highlighter oder so, was ihr hier habt. Aber ich finde tatsächlich nicht irgendwie voll mit Glitzer. Davon hatte ich ja ein bisschen Schiss, dass sie so dolle glitzern würde. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Ich finde auch hier wieder typisch Scott Barnes sehr, sehr cremige, geile Textur, die absolut toll mit der Haut verschmilzt. Also, das habe ich noch nicht benutzt, so, ne? Oh, das ist ja nass. Yes. Ich mag das. Ich mag das. Ich nehme mir mal jetzt einen kleinen Pinsel und gehe mal in dieses quasi Weiß. Also es ist schon wirklich sehr, sehr hell. Und das gebe ich mir jetzt noch in den Inner Corner. Da habe ich nämlich noch nichts. Geht ja auch nicht, ne? Oh ja. Okay. Der ist
perfekter Inner Corner, wenn ihr kein Augen-Make-up tragt oder so und ihr macht euch nur den in Inner Corner oder ihr habt euren Inner Corner vergessen und denkt, ach, ich bin gerade hier bei Highlighter, machst du nochmal den drauf? Sehr schön, sehr, sehr schön. Hier kann ich natürlich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe erstmal einmal mit rumgespielt, aber das ist schon mal sehr schön. Und dann nehme ich natürlich auch gleich die Scott Barnes Blush Palette. Und im Juni war noch was, und zwar die Nabla Cutie Paletten habe ich da bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ihr wisst es. Ich war so verliebt oder bin so verliebt in die. Ist einfach unglaublich. Ich gehe jetzt mal hier in die obere Reihe und gehe mal Mischemont und guck mal, was passiert. Ja, genau. Das habe ich mir erhofft. Ein bisschen peachy durch dieses Gelb. Sehr, sehr schön. Genau, dann kam im Juli Hatice's Bronzer und Highlight heraus, wo ich wirklich zufrieden bin, dass sie sowas Schönes rausgebracht hat und auch wirklich mich darüber sehr freue, dass sie ja, Erfolg hat und dass die Leute das mögen, denn es ist ja schon mal nicht so toll gelaufen. Keine Ahnung, wie viel ihr vom Rouge noch mitgekriegt habt, aber meine Kamera ist ausgegangen. Wir waren bei Hatice. Ich freue mich für sie, dass das so toll gelaufen ist. Da war ich stehen geblieben. Ich kram mal ganz kurz mein Augenbrauenzeugs raus. Wo ist es? Da. Ich hatte mir dann noch aufgeschrieben für den August die Anastasia Beverly Hills für mich Fails. Die haben da ja diese Cremeprodukte rausgebracht und oh, ich weiß nicht, also der Bronzer hatte so eine scheiß Farbe und irgendwie war es für mich auch alles so unbefriedigend. Der Highlighter war so schrecklich. Guckt euch ruhig das Video davon nochmal an. Das war echt für mich so richtig fail. Und ich hatte mir das ja auch, glaube ich, im Urlaub oder vorm Urlaub geholt und irgendwie hatte ich mich auch darauf gefreut und es war einfach so Katastrophe. Aber dazu in dem Zusammenhang kam die Xenon-Palette dann raus, also die kam kurz danach. Und auch die tollen Liner von Natasha Denona, und ihr wisst, wie sehr ich die liebe, also richtig geil. Und im September kam, ich habe was im Auge, kam die Retro. Für mich qualitativ, ich habe da ein Haar. Wie fies ist das denn? die Retro, ja, eine der wirklich besten Paletten, finde ich, von Natasha. Wenn man halt auf die Farbkombi steht, das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbkombi, aber von der Qualität finde ich die Palette mega. Mm. Im Oktober kam die Fenty Heat raus, oder zu mir kam sie zumindest. Ich glaube, sie kam aber raus und ich habe sie da direkt geholt. Und nee, wartet mal, habe ich da nicht... Nee, das stimmt nicht, weil ich hatte den im Urlaub schon. Da kamen die anderen Farben raus. Also der erste Heat, der rote, den hatte ich schon im Urlaub mit. Ja. Ja. Dann der November, finde ich, stand für mich im Zeichen von Huda erstmal. Die Glowish Bronzer und so weiter waren wirklich toll. Und dann kam auch die Rose Quartz Geschichte raus. Ich muss sagen, Huda hat überhaupt für mich dieses Jahr viel gut gemacht. Ich mach mal Lippenstift, ne? So, Lippenstift ist drauf. Und wir waren noch im November. Da kam dann natürlich Natasha noch mit der Mini Metropolis und mit den Glam Face Paletten, wo ich ehrlich gestehen muss, ich habe die nur in dem Video benutzt bisher und seitdem nicht mehr. Spricht es für die Paletten? Ich denke eher nicht. Beim nächsten Schminken sind die auf jeden Fall mit auf meinem Gesicht und überhaupt, weil, weiß ich auch nicht, da bin ich irgendwie drüber hinweggekommen. Und dann kommen wir in den Dezember. Der Dezember war dann natürlich auch für Weihnachten und es kamen dann auch nicht mehr so viele Sachen raus. Da muss ich aber echt gestehen, hat für mich jetzt Tarte wieder was rausgehauen. Aber
Soll ich euch mal was sagen? Das sage ich euch nächstes Jahr. Ja, das gucken wir uns nächstes Jahr an. Tat hat wieder neue Sachen und ich liebe Tat. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich liebe Tat. Jetzt will ich euch noch einmal ganz kurz, weil wir müssen einfach drüber reden. Ich meine, Weihnachten war und ich denke, ihr seht hier auch schon das Geschmeide an meinen Ohren die ganze Zeit hier. Wunderschön. Funkeln tun sie ja eher nicht, aber ihr seht sie schon. Ich habe natürlich Schmuck von Regal Rose von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Ist ja ganz klar, ich habe mir da was gewünscht. Und ich frage mich echt, warum ich immer noch nicht gesponsert werde von denen. Ich, im Ernst, Regal Rose, was ist los mit euch? Das geht doch nicht, oder? Ich habe die bekommen, diese Schwerter. Die standen wirklich schon 100 Jahre auf meiner Wunschliste. Dann habe ich diese Schlangen bekommen. Die habe ich ja schon in Silber und ich liebe die ja so sehr. Und da dachte ich, die müssen auch noch mal in Gold her, aber echt mein Highlight, ne? Oh mein Gott, das ist so schön. Guckt euch bitte das an. Na, na? Und das Geilste ist, es ist blau, aber es ist nicht blau. In manchen Lichtverhältnissen wird es rot. Da könnt ihr da ein bisschen erkennen, ne? Das ist so schön, Leute. Es ist so schön. Ah, ihr könnt sehen, das flippt so, die Farbe. Oh, das ist einfach traumhaft. Und den Ring. Auch der steht schon immer auf meiner Wunschliste. Nur ich habe mich nie getraut, bei Regal Rose Ringe zu bestellen, weil ich halt Angst hatte, dass sie mir nicht passen. Und ja, sie passen. Und was habe ich daraufhin gemacht? Noch an Heiligabend 5 Ringe bestellt. Das ist okay, jetzt kannst du endlich und oh mein Gott, ich freue mich so auf die. Vor allen Dingen, die haben jetzt gerade im Januar, also wenn es euch interessiert, Januar-Sale. Das heißt, die haben super, oh, so geile Sachen, so stark reduziert. Also viele davon habe ich schon, muss ich echt sagen, aber hammermäßig. Ich bin ganz, 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 ganz happy. Ja, so. Ende des Jahres. Gibt es ja immer, manchmal werde ich so ein bisschen sentimental oder so. Heute nicht, es ist schon spät. Ihr hört, meine Stimme hat schon wieder so einen kleinen Spleen. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für dieses gesamte Jahr. Es war einfach geil. YouTube und Instagram mäßig war das wirklich mein Jahr, finde ich. Ich liebe es, wie sich das hier alles entwickelt hat, wie sich mein Kanal entwickelt hat. Und wie ich mich mit euch entwickelt habe, ich finde es einfach toll und ich bin total glücklich, dass das so ist. Und ich freue mich mega auf nächstes Jahr. Ich habe echt ein paar Sachen vor. Ein paar kleine Änderungen. Meine Schwester hat mir mal wieder was geschenkt, was so in die Richtung Änderungen geht. Da kommt auf jeden Fall was. Und ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist, aber sich was verändert. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht wird es irgendwann ein anderes Setting geben oder solche Veränderungen halt, ne? Also inhaltlich denke ich nicht, dass ich viel machen werde, weil ich werde jetzt nicht anfangen rumzubloggen und solche Sachen. Das ist einfach nicht mein Fall. Tut mir so leid für euch. Ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr Klamotten machen, aber dafür muss ich einfach räumlich was für mich ändern, weil das gefällt mir dann nicht. Wisst ihr? Ich sitze voll das Gerümpel hier. Also, da spielt meine Tochter, da sind Kartons, da wisst ihr, also ich kann so schlecht euch meine Klamotten zeigen, wenn es mir dafür nicht drumherum richtig cool gefällt. Aber ich würde es schon eigentlich gerne machen. Ja, eigentlich würde ich das gerne machen, aber wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, wenn sich hier irgendwann räumlich was ändern würde oder so, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ob das nächstes Jahr so sein wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich weiter einfach meinen Beauty-Kram durchziehe und ich mich richtig freue, dass ihr mitmacht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Silvesterparty und lassen die Korken knallen und die Raketen in den Himmel. Oder wir gucken es uns nur im Fernsehen an, von vergangenen Zeiten. Ich meine, ich kann schon leben ohne Geböller, ne? Ist schon nicht so, als wäre das jetzt für mich ganz schlimm. Aber irgendwie,
Prost. Guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr.